sind die anderen? Wir haben einige Schäden erlitten, daher mussten wir sie getrennt zurückbeamen. Tuvok braucht sie, na los! Okay. Das Harvester-Schiff wurde nur kampfunfähig gemacht. Sie versuchen jetzt, uns zu entern. Das ist ein zähes Schiff, aber wenigstens ist die Voyager noch intakt. Chang, Munro, die Andockhaken der Harvester drohen, die Hülle zu durchbrechen. Gehen Sie zum Ausrüstungsraum und besorgen Sie sich Vorräte. So, neue Aufnahme. Ich hoffe, der Cut hat funktioniert. Und oh Gott, die Voyager wird geentert. Schnell, wir brauchen... Was war das? What the fuck? Hallo? Hey, sie sind weg. Jo. Geht ja gut los. Und wir wurden geändert, wollte ich sagen. Hey Schnurrbuddy, alles klar? So, Waffen. Waffen. Stärkere Waffen können nicht schaden. Da hast du recht. Wenn die Harvester nur annähernd so zäh sind wie ihr Schiff, werden sie eine starke Feuerkraft. Oh, was will ich denn? Das war doch gerade ganz geil, ha? Was ist hier los? Wie Sie sehen können, hat es einige Opfer gegeben. Ja, Doktor. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Ah, doch, ein bisschen vielleicht. Danke. Wenn Sie ärztliche Hilfe benötigen, kommen Sie einfach wieder hier vorbei. Läuft. Entschuldigen Sie. Vielleicht könnten wir uns zu einem späteren Zeitpunkt bedauern. Quetschungen in der oberen Thoraxregion. Ach so, die obere Thoraxregion. Habt ihr hier alles im Griff? Oviedo? Ja? Mitch? Ja, Sir? Austin! Ja? Okay. Dann bleib. Die Harvester sind fast durch. Kommen Sie! Irgendwie bist du jetzt tot, wollte ich sagen. Auf. Ihr habt ein Loch in mein Schiff gesprengt. Wer liegt hier? Ein Redshirt, natürlich. Will. Nein, das bin nur ich mit meiner Laserknarre. Die gleich leer ist. Oh shit. Wechsel mal zu. Okay, ist vielleicht nicht die richtige Waffe. Er tut mir eher selber weh. Ja, mal unser Gewehr. Hm? Mein Gott, sie sind überall! Stirb! Sie dringen durch die Wände ein! Okay, sie dringen durch die Wände ein, was ihr nicht sagt. Gehst du da von dem Schalter weg? Es sind so viele! Kein Schuss mehr. Habe ich nur noch einen? Wow. Filzer, würde ich sagen. Der ist auch leer. Ist nichts mehr? Nein. Ich
würde ja helfen, aber ich hab keinen Schuss. Oh, du machst es gut. Na, irgendwie wird's noch weniger, ne? Ich komm mal rüber. Nicht. Yeah, Munition, Leute! Hey. Ich komm hoch zu dir. Wir benötigen keine medizinische Hilfe. Ihre Hilfe kam gerade rechtzeitig. Ja, ich weiß. Und wie? Wenn Sie nur etwas später gekommen wären, hätten wir den Harvestern als Vorspeise gedient. Monroe an Brücke. Die Harvester wurden eliminiert. Gute Arbeit, Fenrich. Wir werden schnellstens Aufräumcrews hinunterschicken. Ich kann nicht glauben, dass die den Dreadnought-Treffer überlebt haben. Habt da was zum Aufräumen. Es wäre noch viel schlimmer gewesen, wenn wir die Harvester nicht kampfunfähig gemacht hätten. Nicht, dass sich dadurch hier irgendjemand besser fühlen würde. Was meinen Sie? Sagen wir nur, als Moraloffizier ist mir aufgefallen, dass die Leute etwas angespannt sind, weil sie schon so lange defensiv sein mussten. Ich hoffe nur, dass wir hier schnell wegkommen. Tuvok, Fenrich Monroe, melden Sie sich in einer halben Stunde im Konferenzraum. Wieso haben wir jetzt eine halbe Stunde Zeit? Das Isodesium funktioniert. Die Umgebungskontrollen und die meisten entscheidenden Systeme werden bald wieder aktiv sein. Aber ich weiß nicht, ob die gesamte Energie wiederhergestellt werden kann. Wann haben wir wieder Warp-Antrieb? Ich will die Voyager so weit wie möglich von dieser Todesfalle wegbringen. Ich könnte ihn vielleicht wieder funktionsfähig machen, aber bei dem konstanten Energieverlust durch das Dämpfungsfeld der Forge kann ich nicht für seine Stabilität garantieren. Harry, was ist mit den Sensoren? Können wir... Halt, wollen wir nicht... Fahren Sie fort, Fenrich. Was wollten Sie sagen? Nun, wollen wir keinen Gegenangriff starten? Was? Ich meine, wollen wir hier nur rumsitzen und darauf warten, dass sie uns fertig machen? Oder werden wir zurückschlagen? Ich beabsichtige nicht, die Voyager hier hilflos in der Falle zu lassen, Fenrich. Vielleicht haben sie eben nicht richtig zugehört. Aber wir geben unser Bestes, um hier wegzukommen. Mr. Monroe, Sie wurden aus reiner Höflichkeit zu dieser Konferenz gebeten. Captain Janeway hat Ihren Vorschlag abgelehnt. Captain, ich sage doch nur, was sowieso alle denken. Also gut, Fenrich. Sagen Sie uns, was alle denken. Es ist nur... Die Leute haben es satt, ständig in der Defensive zu sein. Da muss ich ihm recht geben. Ich habe mit einigen Besatzungsmitgliedern gesprochen. Ihre Moral ist auf dem Tiefpunkt. Sie fühlen sich verletzlich. Angriff ist mitunter die beste Verteidigung. Aber was sollen wir ohne Antrieb und Waffen machen? Dort hinübertreiben und sie gründlich beschimpfen? Die Verteidigungssysteme dieses Monstrums könnten die Voyager in Fetzen reißen. Man kann nicht jedes Problem mit Gewalt lösen, Fenrich. Ich dachte, das wüssten sie inzwischen. Nein. Während wir hier unsere Wunden lecken, könnte die Forge ein weiteres Harvester-Schiff schicken. Das ist ein weiterer Grund, um die Reparaturen schnellstens abzuschließen. Und was ist, wenn wir die Reparaturen wegen dieses Dämpfungsfeldes nicht abschließen können? Ich verstehe. Es geht uns allen so. Ich bin nicht nur der Captain dieses Schiffes, sondern auch seiner Crew. Ich kann die Stimmung meiner Leute nicht einfach ignorieren. Wenn sie keine Gelegenheit erhalten, zurückzuschlagen, werden sie ihre Kampfmoral bis zum Eintreffen des nächsten Harvester-Schiffes vielleicht ganz verloren haben. Und ich kann das Schicksal all der anderen zahllosen Opfer dieser Forge nicht ignorieren. Oder das derjenigen, die sie noch fordern wird. Wir haben so verbissen um unser eigenes Überleben gekämpft, dass wir beinahe unsere Verantwortung denen gegenüber vergessen hätten, die hier ebenfalls gefangen sind. Wenn sich uns eine Gelegenheit bietet, diesen Wahnsinn ein für alle Mal zu beenden, müssen wir sie ergreifen. Die Voyager kann es jedoch in ihrem derzeitigen Zustand nicht mit der Forge aufnehmen. Mr. Monroe, ich nehme an, Sie haben einen Plan. Allerdings. Das trojanische Pferd. Das Harvester-Schiff. Aber klar. Ich kann ein kleines Team mit meinen besten Leuten zusammenstellen. Wir können mit der Harvester in die Forge gelangen und ihre Verteidigung lahmlegen, damit sie per Shuttle Verstärkung schicken können. Wenn wir das Dämpfungsfeld deaktivieren, sollten die Voyager und die anderen Schiffe imstande sein zu entkommen.
Wir haben keine Ahnung, über welche internen Verteidigungsanlagen das Ding verfügt. Wenigstens können wir der Voyager etwas mehr Zeit verschaffen. Also gut, Tuvok, Chakotay, Monroe, lassen Sie uns einen Plan aufstellen. Es wird Zeit, dass wir es unseren Aggressoren heimzahlen. Yeah, baby. Sobald der Dämpfungsfeldgenerator deaktiviert ist, werden wir die Forge evakuieren und mit den Shuttles zur Voyager zurückkehren. Besatzungsmitglied Jaworski, ja. Sir, wie sollen wir das Harvester-Schiff zur Forge zurückbringen? Wir haben doch keine Ahnung, wie man es steuert, oder? Ein Forschungsteam hat das Harvester-Schiff untersucht und ein automatisches Rückkehrsystem entdeckt. Das Schiff wurde so programmiert, dass es von allein zur Forge zurückkehrt. Der Anführer Ihres Teams, Fenrich Monroe, wird Ihnen nun Ihre genauen Missionsziele mitteilen. Das erste Team wird aus einer kleinen Gruppe bestehen. Mir selbst, Telsia, Beastman und Shell. Wir werden an Bord des Harvester-Schiffes gehen und die automatische Rückkehrsequenz initiieren. Wir gehen davon aus, dass das Harvester-Schiff zu diesem Bereich der Forge zurückkehren wird. Es ist eine Art Andockring, der anscheinend noch nicht fertiggestellt wurde. Unsere Scans weisen darauf hin, dass sich die Energieversorgung für die Verteidigungssysteme in diesem Bereich befindet. Sobald wir sie abgeschaltet haben, werden wir die Verstärkung rufen. Dann sind die anderen an der Reihe. Wenn wir uns treffen, werden wir uns verteilen und diesen Hauptschacht entlang gehen. Wir werden versuchen, den Generator des Dämpfungsfeldes zu finden und zu zerstören, damit die Voyager entkommen kann. Noch Fragen? Liz? Was für einen Widerstand haben wir zu erwarten? Ehrlich gesagt haben wir keine Ahnung. Wir gehen davon aus, dass da drüben noch mehr Harvester sein werden. Ach, nee. Wer weiß was noch. Wir wissen nichts über die Forge oder wer sie steuert, aber ich erwarte einen ziemlich starken Widerstand. Hören Sie, ich weiß, dass einige von Ihnen Angst haben. Das geht mir genauso. Aber das Hazard-Team wurde für einen so gefährlichen Einsatz wie diesen hier ausgebildet und trainiert. Wir können dieses Ding besiegen. Diese Crew hat mich im Laufe der vergangenen Jahre mehrfach überrascht und beeindruckt. Die Sternenflotte, Maquis und andere, wir alle haben uns zusammengeschlossen und eine Leistung erbracht, die alles, was man von der herausragendsten Crew eines Raumschiffes erwarten kann, übertroffen hat. Ich weiß, dass Sie diese Aufgabe erfüllen können. Wir werden diese Todesfalle zerstören. Alles klar. Steigen wir in die Anzüge und legen wir los. Mein Team, melden Sie sich in einer halben Stunde am Andockhaken des Harvester-Schiffes. Wegtreten. Servus, Tuvok. Sind Sie gekommen, um mir Glück zu wünschen, Tuvok? Vulkanier glauben nicht an Glück, Mr. Monroe. Ihr Erfolg ist jedoch entscheidend. Und obwohl ich der Meinung bin, dass Sie siegen werden, hoffe ich, dass Sie bei Ihrer Mission auf keine übermäßig widrigen Umstände stoßen. Ich danke Ihnen, Tuvok. Wir werden zu Ihnen stoßen, sobald Ihr Team die äußeren Verteidigungssysteme deaktiviert hat. Sichern, Leute. Wir gehen rein. Jemand zu Hause? Wie alt ist dieser Ort wohl? Uralt. Sieht man doch an der Grafik, oder? Okay, jetzt sind wir im Weltraum, ne? Hey, Chill, hoffe, Sie haben keine Höhenangst. Warum? Hey, Monroe, Chill schafft es niemals dort rüber. Vielleicht finden Sie einen leichteren Weg runter. Wir geben Ihnen Deckung. Okay.
daneben. Beamt mich, beamt mich. Fuck. Okay. Okay, nochmal. Kann ich das wegdrücken? Nein. Offensichtlich nicht. Gut, dann... Oh, jemand ist zu Hause? Alt. Wie alt ist dieser Ort? Ist doch an der Grafik. Quake 3 Engine und so, Mann. Okay. Also. Runterspringen war eine scheiß Idee. Hey, Chell, hoffe, Sie haben keine Höhenangst. Warum? Oh, oh, oh. Einen leichteren Weg runter. Okay, dann... Nehmen wir doch einfach... Na klasse, habe ich wohl die falsche Waffe verwendet. Kuckuck, hier oben, hier unten. Können die eigentlich schießen? Ich glaube nicht. Speichern. Okay, mit Rennen geht das schon. Was ist das? Snake? Ach, meine eigenen schießen. Jetzt. Was war's wie Widerstand, oder? So. Wir laden nochmal auf. Ach. Das ist ja geschickt. Aus dem Weg! Ja, ja. Weiter geht's. Na dann. Die Matrix. Okay, komme ich also aus dem Weg. Monroe. Ich hole mir Munition und du? Das ist ja nice. So, wir können, wenn die Tür aufgeht. Na, probieren wir's. Hier gibt es eine gewisse Atmosphäre. Gute Luft. Aber hier riecht's komisch. Ach so. Die müssen zu den hässlichen Corsairs der Harvester gehören. Ich glaube nicht, dass sie uns besonders mögen. Dann ballern wir sie doch einfach an. Hallo? Okay, wie komme ich denn hoch?
ja jetzt schon wieder sehr nach Bug aus, ne? Ja komm, dann drück mal doch mal irgendwelche Tasten. Sie haben das Kraftfeld deaktiviert. Yeah. Ja, jetzt wissen Sie, dass wir hier sind. Ja, das haben Sie vorher bestimmt noch nicht gewusst. Gefunden. Das müssen die Kontrollen für die Peripherieverteidigung sein. Ich habe noch nie zuvor Technologie wie diese hier gesehen. Ich kann das Verteidigungssystem von hier aus nicht deaktivieren. Ich auch nicht. Und in der Serie kommt das auch nicht vor. Ich kann eine Endlosschleife laufen lassen, eine Simulation der aktuellen Sensorendaten. So werden die aktuellen Bewegungen des Schiffes extrapoliert. Die Zielcomputer denken also, dass alle Schiffe normal treiben. Richtig. Wenn die Verstärkung kommt, werden ihre Zielcomputer sie nicht sehen. Gut mitgedacht, Sir. Monroe an Voyager. Das Verteidigungsgitter ist deaktiviert. Sie sollten also in der Lage sein, die Verstärkungen am Andockbereich zu treffen. Aber sie beeilen sich besser. Wir stoßen hier auf ziemlichen Widerstand. Verstanden. Wir werden sobald wie möglich da sein. Versuchen Sie inzwischen herauszufinden, wo sich der zentrale Hauptschacht der Forge befindet. Unsere Scans zeigen an, dass er zu dem Energiedämpfungsfeldgenerator führt. Verstanden. Roger dead. In Ordnung. Verschwinden wir, bevor noch mehr von diesen Dingern hier auftauchen. Wir können die Verstärkung auf einer der unteren Ebenen treffen.